So, good morning, ihr Lieben. Es ist jetzt um 8:45, meine ich. 10 vor. Ja, ich schreibe gerade gleichzeitig mit 4 Personen. Das ist ein bisschen komisch. Also, ich schreibe mit meinem Freund, mit meiner Freundin. Und ich habe meiner Cousine und meiner Oma geschrieben. Ja, also meine Cousine, ob ich sie am Montag, also morgen für mich ausgesehen. Boah, es ist so komisch, dass heute Sonntag ist, ne? Also von mir aus morgen gesehen, ob ich ihr da schreibe, beziehungsweise ob ich sie da anrufen kann, oder ob wir doch wie ausgemacht Dienstag machen. Ja, auf jeden Fall gehen wir heute Sightseeing machen. Es tut mir so mega leid, dass ich gestern nicht mehr gefilmt habe. Aber wir waren halt auf dem Fernsehturm. Ich blende euch jetzt mal hier die Bilder ein. Und ja, also auf dem Fernsehturm waren wir noch und ein bisschen shoppen. Also wir waren im Alexa Einkaufszentrum und ja. Und heute machen wir, wie gesagt, so ein bisschen Sightseeing. Also wir werden die zur Mauer werden wir gehen, zum Brandenburger Tor und halt solche Sachen machen. Ja. Und da werden wir jetzt auch wahrscheinlich den ganzen Tag dafür brauchen. Und ja, ich muss jetzt auf jeden Fall noch duschen. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Und ja, mich dann fertig machen. Mein Papa bringt mir mein neues Oberteil, das ich gestern mir gekauft habe. Das bringt er mir, weil das aus dem Auto ist. Die sind gerade frühstücken. Ich möchte nicht mitgehen frühstücken, weil ich sonst mit Duschen und allem drum und dran nicht mehr zusammenkomme. Und ja, deswegen gehe ich jetzt erstmal duschen. So, Leute, es ist jetzt 20 nach 5. Ja, wir sind jetzt seit gut 3:30 wieder im Hotel. Also wir waren jetzt noch am Reichstag, beziehungsweise am Reichstag, klar, am Bundestag. Und also wir durften da heute rein. Ohne, also kostenlos. Und wir sind dann in diese Kuppel eben rauf, das habe ich euch ja gezeigt. Und ja, dann waren wir noch beim Checkpoint Charlie und dann bei der Mauer. Und ja, da habe ich euch jetzt aber nicht mitgenommen, weil es mir mal wieder nicht so gut ging. Also es wird langsam echt Zeit, dass ich wieder nach Hause komme, das merke ich. Also ich weiß nicht, wie ich diese eine Woche noch ausgehalten hätte. Wie es letztes Jahr war. Ja, aber ich bin jetzt gerade eben allein und ich wollte euch mal ganz schnell zeigen, was ich mir gekauft habe noch gestern. Also das ist dieser Pulli, den ich gekauft habe. Und ich bin gestern Abend dann nicht mehr dazu gekommen, weil ich nämlich noch Fernseh geguckt habe gestern bis um 12 oder so und deswegen zeige ich euch das jetzt. Und ich war heute auch noch was einkaufen. Jetzt muss ich das gerade schnell holen, weil es ja schon drin ist. So, und zwar das habe ich jetzt gestern gekauft im gleichen Einkaufszentrum, wo ich den Pulli her habe. Ich blende jetzt mal hier den Namen ein. Ja. Und zwar habe ich etwas gekauft, das ich schon
ziemlich lange Suche. Ich war kurz davor, also ich habe mir jetzt gesagt, wenn es dieses Produkt jetzt nicht in einem Drogeriemarkt zu kaufen gibt, den wir jetzt besuchen, dann bestelle ich mir das, weil wir zu Hause sind, im Internet. Aber dann habe ich es in einem Rossmann gefunden und ich war vorher eh schon ein bisschen skeptisch, ob es das überhaupt bei Rossmann gibt, weil ich war der Meinung, dass es nur bei DM gibt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, aber ich spreche von diesem Teil hier und zwar vom Mikrozelt 2000. Ja, ich kenne ziemlich viele Videos, also Nadine von dem Kanal Mörderweep benutzt, hat das mal benutzt und hat ein paar Videos drüber gemacht. Ich verlinke ihren Kanal mal unten in der Infobox. Ja, also ich habe mir jetzt das mal geholt. Das hat jetzt 9,95 € gekostet. Genau. Also der und das ist, also ich erkläre euch jetzt kurz, wie das funktioniert. Und zwar benutzt man den einfach mal, also ich fange jetzt zum Beispiel heute an, mache ich eine Schicht auf meine Nägel. Morgen mache ich dann eine zweite Schicht auf meine Nägel. Am Dienstag nehme ich alles wieder ab. Und ich bin jetzt aber gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich jetzt am Mittwoch wieder anfangen muss oder am Dienstag noch weitermachen muss. Aber das steht hier drin. Also ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Erster Tag, direkt auf den Nagel auftragen. Zweiter Tag, eine zweite Schicht auftragen. Dritter Tag, die alten Schichten mit Nagellack entfernen. Und die Behandlung wiederholen. Anwendungsdauer 2 bis 3 Wochen. Danach einmal in der Woche als Unterlack verwenden. Ja, also ich werde es jetzt wahrscheinlich 2 Wochen lang machen. Also ich bin jetzt eher nicht so der Typ, der jetzt sagt, ich muss das jetzt die höchste Anzahl machen. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, aber ich glaube, ich habe es in dem Vlog schon mal gesagt, wenn auf irgendeiner Fertigpackung, also wo man was im Ofen schieben muss vom Essen her, wenn da jetzt draufsteht, sagen wir mal 10 bis 12 Minuten, dann nehme ich immer 11, weil dann weiß ich, okay, es wird auf jeden Fall gut, weil 10 ist für mich zu wenig und 12 ist für mich wieder zu viel. So, deswegen mache ich jetzt 2 Wochen, beziehungsweise also diese 2 Wochen fertig und dann nochmal eine Anwendung, mal schauen. Ja, dann ist genau dazwischen und ja, also das habe ich mir gekauft, das hat 10 Euro gekostet. Dann meine Mama heute noch von Scholl dieses Velvet Smooth, diese Pfeile nachgekauft. Da diese richtige Pfeile hier, also die blaue ganz oben, wo mein Finger ist, ist halt bei uns richtig abgeranzt. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. Ja, ich würde es euch jetzt auch zeigen, aber der ist im Koffer im Auto. Der Nagelpfleger und ich rede schon wieder zu viel, das merke ich an meiner Stimme. Ja, und die hat sie gekauft, die haben auch 9,95 € gekostet. Und dann haben wir heute eine DM gefunden und ich bin so ausgerastet, weil ich habe das nämlich im Vorhinein schon so gemacht wie letztes Jahr. Und zwar habe ich einfach diese Shops, die mich... Oh, sorry, da war jetzt gerade der Akku leer. Aber ich habe einfach diese Shops, die mich persönlich interessiert haben, beziehungsweise wo ich halt weiß, wo ich die halt von YouTube her kenne und ich halt weiß, dass es die dort geben könnte, habe ich halt gegoogelt. Und ich habe dann meinem Papa gesagt, ja, die und die Straße, kannst du ja mal schauen, ob wir dort hinfahren und ob ich da dann hin könnte. Ich habe in Hamburg DMs überhaupt keine gefunden bei Google Maps. Also ich habe auch, wie ich dort war, keinen einzigen DM gefunden. Und jetzt in Berlin ist auch eher Rossmann. Aber wir waren noch in so einer anderen Shopping Mall, beziehungsweise einfach Einkaufszentrum. Und da war ein DM. Und da habe ich mir jetzt 2 Sachen gekauft. Und zwar, ihr hört schon, es sind nämlich 2 andere Nagellacke. Yay! Und zwar ist ja bei uns das Problem, dass es bei DM 2 Marken jetzt, die ich persönlich weiß, dass sie nicht gibt. Also es gibt bei uns kein Trended Up und es gibt bei uns kein P2. Ja, und aber P2 Sachen, ich habe 1 oder 2 P2 Nagellacke und ich habe ein P2 Nagelpeeling. Und ja, aber ich habe mir jetzt 2 Nagellacke von Trended Up gekauft.
Und zwar einmal hier die Farbe, also aus der Reihe UV Power Gel Nail Polish, habe ich mir die Farbe 020 geholt. Also das ist so ein richtig schöner Roséton, weil ich sehr gerne solche Töne. Und dann habe ich mir noch den UV Power Gel High Shine Top Coat dazu gekauft. Ja, der hat keine Nummer. Aber der hat pro Stück 2,25 € gekostet. Denn ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt. So Leute, also ich habe jetzt meine erste Hand gemacht. Ich habe euch das jetzt nicht gezeigt, weil ich nämlich so und so ein Video auf meinem Hauskanal machen werde. Und ja, deswegen kommt, also ich zeige euch jetzt wahrscheinlich die andere Hand, wie ich die mache. Und ja, aber so sieht das jetzt bei der Hand aus. Meine andere Hand ist im Weg. So sieht das jetzt aus. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch selber nicht, wie viel von der vorherigen Szene noch mit im Video ist, weil ich habe nämlich gemeint, dass der Akku leer war, aber nicht so, es war die Speicherkarte voll. Ja, also ich bitte entschuldigt, wenn das Video, also wenn die Szene vorhin jetzt irgendwann unter einem Wort oder so abgebrochen wurde. Ja, I'm so sorry. Ja, es ist 5:45 und ich werde wahrscheinlich um 6 Uhr mit meiner Oma skypen. Also ich hatte ja immer schon um 18 Uhr mit ihr ausgemacht, aber mein Vater war der Meinung, dass wir um 18 Uhr auf jeden Fall noch nicht zu Hause sind, was sich jetzt aber geändert hat. Und ja, wir werden dann wahrscheinlich erst wieder um 19 Uhr rausgehen und nur was essen und dann wieder ins Hotel, weil ich bin so kaputt und ich muss morgen eh um 7:30 schon aufstehen. Und ja. Also, ich mache jetzt erstmal die zweite Hand. Yay! Wird auf jeden Fall die zweite Hand gemacht. Aber ich mache meinen Ring ab, weil ich hasse es, wenn ich an meiner Hand Schmuck trage beim Nägel lackieren. Ja, deswegen. So Leute, also ihr habt jetzt gesehen, wie ich gedreht habe und ja, ich habe gerade diese Lampe hier noch dazu angemacht, damit es ein bisschen besser aussieht, also vom Licht her im Video. Und es sind jetzt 5 Minuten vergangen und wie lange habe ich überhaupt aufgenommen? 3 Minuten. Ja, ich werde jetzt ein bisschen warten, wahrscheinlich, also 10 Minuten generell. Und dann werde ich auf meinen Freund noch warten, bis der mir schreibt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt noch empfangen kann, weil ich bin mir nämlich so ein bisschen sicher, dass er so ein bisschen länger wegbleibt und ich dann auch weg bin und ich dann erst wieder mit ihm schreibe, wenn wir vom Essen auch zurück sind. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ab morgen wird es besser. Ja. Und mein Handy läutet. Ja, in 10 Minuten sehe ich meine Oma und ich bin so froh. Oh Gott. Ich möchte auch unbedingt Dienstag zu ihr. Wenn sie auf jeden Fall frei hat. Wenn sie nicht arbeiten muss. Ich weiß nicht, ob sie muss oder nicht. Mal schauen. Aber ja. Auf jeden Fall bin ich so froh, sie endlich, 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 endlich wiederzusehen. Und oh mein Gott. Ja. Also ich habe sie, was heißt wiedersehen, aber ich bin so froh, dass ich sie einfach jetzt nochmal sehen kann, bevor wir nach Hause fahren, weil diese letzte Portion Familie im Urlaub, sowas brauche ich. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt auf jeden Fall, sie zu sehen, falls sie dran geht. Ich habe nämlich gesagt, es kann sein, dass unsere Skype-Einheit heute ausfällt. Mal schauen, wie sie reagiert, wenn ich dann doch anrufe. Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen festzuhalten. Mal schauen, ob ich so einen auf versteckte Kamera machen kann. Ja, aber ich würde mal sagen, ich lasse jetzt erstmal meine Nägel fertig trocknen. Okay, Leute, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht durch die Scheibe, aber es hat gerade so angefangen zu regnen und das hört man hier noch nicht.
Ihr wisst nicht, ob ich euch das schon mal, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber ich und Regen und ich, Regen, Gewitter werden nie Freunde werden. So, ja, ich probiere jetzt noch mal das Internet einmal ein- und auszuschalten. Moment. Weil ich möchte nämlich, wie gesagt, gerne mit meiner Oma skypen und wenn das aber nicht funktioniert, dann bin ich sehr traurig und ansonsten frage ich halt meinen Opa, ob das geht, obwohl meine Oma packen muss, aber mal schauen. Ja, übrigens muss ich euch noch etwas zeigen, ich vlog mal wieder extremst viel, wenn ihr, upsala, das geht nicht, wenn ihr den Vlog von, nee, das war kein Vlog, aber falls ihr das Hauptkanalvideo gesehen habt, wo ich in Hamburg einen Haul gedreht habe, ansonsten verlinke ich euch das nochmal unten, wenn ihr den nicht gesehen habt, ich muss gleich das Fenster aufmachen, weil es mega warm ist, aber da habe ich ja so eine Handcreme gekauft, von EOS und da habe ich gesagt, dass wir so einen Bodylotion-Tester, also die gleiche Geschmacksrichtung von der Bodylotion, habe ich mir dann als Handcreme gekauft, in der Kurzfassung. So, und mein Papa fand das gleich voll ansprechend und er leiht sich jetzt auch von mir immer die Handcreme aus. Und jetzt waren wir wieder in einem Douglas und meine Mama hat jetzt diese Bodylotion gekauft, die wir eben als Tester dort probiert hatten. Und ja, das ist Berry Blossom, also Bärenblüten, Body Lotion von EOS. Und ja, da sind 350 ml drin und die hat jetzt um die 12 Euro gekostet, meine ich. Und ja, ich liebe die. Also ich denke mir, erstens, sie riecht gleich wie die Handcreme und zweitens, sie pflegt genauso gut wie die Handcreme. Ja, also ich gönn mir wirklich mal solche Sachen. Also die Handcreme kostet ja auch schon irgendwie um die 6 Euro. Und Leute, ich bin jetzt nicht so Mensch, was sagt, ich brauche das jetzt wirklich. Aber so Sachen wie im Urlaub oder wenn ich irgendwas wirklich gut hinbekommen habe, sage ich mir mal schon, okay, ich kaufe mir jetzt eine EOS Handcreme in dem Fall. Oder ich kaufe mir jetzt einen neuen EOS oder ein neues Bilou oder so. Ja, also das sind für mich schon, also von mir für mich solche Belohnungen, die ich mir wirklich dann leiste. Ja, das ist auch so ein bisschen so was Besonderes für mich, dass wir die jetzt wirklich kaufen, weil meine Mama und mein Papa sind so, ich und Beauty eher nicht. Also von mir aus gesehen, ich, also meine Tochter und Beauty, so müsst ihr das jetzt verstehen, und die meinen auch jeden Douglas und jeden, also wenn ich da rein möchte, meinen sie das meistens, dass sie auch mit reingehen. Und da waren sie aber mit drin, weil ich irgendwas, weil mein Papa irgendwas brauchte, irgendein Parfum oder so. Und dann hat mein Papa eben diese Handcreme gesehen, beziehungsweise ich habe die Kleinen gesehen und mein Papa hat, ich habe meinen Papa dann entscheiden lassen, welche ich nehmen sollte, weil dann nämlich von den Großen eben diese Tester waren. Und ja, also ich fand es wirklich, wirklich toll, dass meine Mama jetzt sich mal dafür entschieden hat. Und ich wusste auch gar nichts davon. Meine Mama stand auf einmal im Douglas drin und ist mit diesem Teil hier zu mir gekommen. Und ja, also das hier ist total toll. Und ja, jetzt können wir es auf jeden Fall noch einmal versuchen. Ich stelle euch jetzt mal wieder hier so hin. Und zoom euch rein. So. Es wird auf jeden Fall extrem hell sein, meine ich. Seht ihr was überhaupt? Ja, ihr seht was. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht. Nein. Okay, ich möchte jetzt etwas probieren. Und zwar schreibe ich jetzt mal schnell meinem Opa, ob der nicht skypen möchte. Weil ich nämlich irgendwie, erstens habe ich langweilig und zweitens brauche ich meinen Kontakt zu der Familie und ich möchte mich von meiner Oma verabschieden. Ja, yep. Also das mache ich jetzt.
So, Leute, es ist jetzt 10 vor 7. Ja, mein Papa hat mir geschrieben, dass sie um 7, also beziehungsweise auf 7 kommen werden. Erreicht habe ich leider niemanden von meiner Familie, aber dafür habe ich jetzt noch ein bisschen mit meinem Freund geschrieben. Das war auch sehr schön. Also, das hat mir jetzt so ein bisschen den Druck, kann man das so sagen, abgenommen. Ich brauche jetzt Kontakt nach Hause. Ja, das ist ja auch so ein bisschen Familie schon. Und ja. Und ich bin irgendwie gerade voll aufgeregt. Was ist mit meinem Handy falsch? Seht ihr das? Ich habe das ausgemacht. Also, ich habe es auf Standby gedrückt. Jetzt ist es aus. Was war da los? Ja. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall auf meine Eltern warten. Dann werden wir wahrscheinlich besprechen, was wir essen gehen, weil mein Papa möchte dann nicht unbedingt essen gehen und ich habe keinen Bock. Ja. Und ich bin jetzt aber echt froh, dass sie gerade weg sind, weil ich brauche so meinen Freiraum. Ich glaube, mein Freund weiß auch warum. Das habe ich ihm jetzt auch nämlich gerade alles detailliert erzählt. Und ja, und er, glaube ich, versteht mich jetzt auch, wieso ich jetzt so extrem froh bin, dass meine Eltern gerade weg sind. Ja. Also, ich habe jetzt gerade Nachrichten bekommen. Ich vermute, das sind von meinem Freund, aber man weiß es ja nicht. Vielleicht, ich habe zwei anderen Leuten geschrieben. Vielleicht sind die auch von denen, aber wir gucken mal nach. Wir gucken mal nach. Es wird spannend. Es wird spannend. Es sind von meinem Freund. Yay! Ja, und jetzt brauche ich wieder 10 Milliarden Stunden, um dieses scheiß WhatsApp aufzumachen. Was denn? Scheiß Ernst, oder? Mann, ey! Und ich heule schon halb wieder, ne? Ja, gut. Wenn ihr hat so einen Knall, ich kann da so schnell wie ich das mache, immer, also mit dem Schreiben, da braucht das irgendwie 2 Minuten dann länger, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt noch ein paar Videos geguckt, mein Akku ist auch recht leer, wie man sehen kann. Ich gucke jetzt einfach mal nach, wie lange ich noch brauche, also wie lange ich noch Akku habe. 2 Stunden, 6 Minuten, ja gut, okay. Ja, aber ich werde zu viel von meinen Eltern warten und mit denen dann reden, was wir jetzt dann noch machen.